Kindler. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, wir sind alle von uns auch mit den Gedanken während dieser Haushaltswoche im Nahen Osten. Die Hoffnungen von gestern Abend haben sich leider nicht erfüllt. Es gibt immer noch keine Waffenruhe im Nahen Osten. Um es hier auch noch mal klar festzustellen, dieses Jahr sind hunderte Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden und die israelische Regierung hat daraufhin dann reagiert. Die Raketenangriffe der Islamisten aus dem Gazastreifen sind klar zu verurteilen und natürlich hat Israel das Recht, sich selbst und seine Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen und auch zu schützen. Klar ist aber auch, natürlich braucht es für eine Deeskalation, die jetzt dringend notwendig ist in dem Konflikt, beide Seiten. Wir müssen nicht beide Seiten bewegen. Und ich hoffe weiterhin, dass es da auch zum Waffenstillstand schnell kommt. Und wir begrüßen auch, dass es vielfältig diplomatische Initiativen gibt von Ägypten, von den USA, von der Europäischen Union. Ich begrüße auch, dass Sie, Herr Außenminister Westerwelle, in der Region da aktiv sind und sich eingeschaltet haben. Ich glaube nur, dass es natürlich langfristig das nicht reichen wird. Natürlich ist es wichtig, dass es wieder zur Aufnahme auch von Friedensverhandlungen kommt, weil das nur echte Stabilität auch garantieren kann. Und ich glaube, für diese Aufnahme von Verhandlungen ist es eben auch notwendig, dass sich da beide Seiten bewegen, dass es einerseits, glaube ich, dazu führen muss, dass die Gaza-Blockade für zivile Güter, wie zum Beispiel Baustoffe, beendet wird, nicht für Waffen, aber für zivile Güter, und dass es zu einem Siedlungsstopp in der Westbank kommt, aber auch klar sein muss, dass natürlich die Palästinenser Gewaltverzicht machen müssen, ein für alle Mal, und das Existenzrecht Israels anerkennen müssen. Das ist notwendig, vor allen Dingen, weil wir wissen, dass wir einen echten langfristigen Frieden brauchen. Das ist wichtig für die Sicherheit Israels, das ist auch wichtig für die Sicherheit der Palästinenser. Zu einem anderen aktuellen Thema, das auch in der Region ist, die Auseinandersetzung an der türkisch-syrischen Grenze. So wie es aussieht, wird die Türkei vermutlich diese Woche noch einen Antrag an die NATO stellen für die Entsendung von Patriot-Raketen. Und Herr Missfelder, ich glaube, Sie haben das falsch verstanden. Es gibt bisher keine festgelegte Position auf ein mögliches Abstimmungsverhalten, weil uns das Mandat noch gar nicht vorliegt. Von daher ist es so, dass wir bisher da viele Fragen haben und Zweifel haben. Das will ich gar nicht verschweigen. Wir haben Zweifel, was die Verlegung betrifft. Und dieser Einsatz wäre natürlich auch mit Risiken verbunden, der wäre mit Gefahren verbunden. Man muss sich auch fragen, dass natürlich die bisherigen Angriffe mit Mörsergranaten, mit Artillerie aus Syrien auf das türkische Territorium nicht geholfen hätten. Da hätten die Patriot-Raketen nichts gebracht. Und ich finde, es muss auch ausgeschlossen werden, dass durch die Hintertür die Bundeswehr und die NATO in den Syrienkrieg hineingezogen werden. Und klar ist auch, und da führt auch kein Weg dran vorbei, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Und sollte sich die Bundesregierung entscheiden, Patriot-Raketen und Bundeswehrsoldaten in die Türkei zu entsenden, dann muss das hier im Deutschen Bundestag, dieses Mandat, beschlossen werden. Aber nicht nur die Brandherde im Nahen Osten zeigen uns wieder mal, dass wir in einer Welt mit vielen gewalttätigen Konflikten und mit vielen Kriegen leben. Und da sind wir auch mitten in dieser Haushaltsdebatte, weil es auch natürlich mit Geldern im Haushalt zu tun hat. Es gibt Transformationsgelder für zum Beispiel die Länder des arabischen Frühlings. Die sind eingestellt worden, das war auch richtig so. Weil wir natürlich wissen, dass die Bürgerinnen und Bürger unterstützt werden müssen, damit aus alten Diktaturen nicht wieder neue Diktaturen werden. Demokratieaufbau braucht einen langen Atem. Das Problem ist, in der Finanzplanung ab 2014 sind die Gelder nicht nachhaltig finanziert. Es gibt keine Konstanz, es gibt keine Verlässlichkeit und das ist das Problem auch dieser Bundesregierung. Es gibt keine vorausschauende, keine verlässliche Außenpolitik. Und das Verheerende zeigt sich zum Beispiel auch, wenn man die letzte Bereinigungssitzung sich anguckt zum Haushalt. Da haben eine Nacht- und Nebelaktion die schwarz-gelben Haushälter 10 Millionen Euro beim Stabilitätspakt in Afghanistan gekürzt. Da geht es um Polizeiaufbau, da geht es um Justizaufbau, um Rechtsstaatlichkeit, um Gesundheitsprojekte, um Menschenrechte. Und das ist ein verheerendes Signal an die Menschen in Afghanistan, weil mir damit auch signalisiert wird, Deutschland, diese Bundesregierung verabschiedet sich aus der Verantwortung. Das kann man den Menschen in Afghanistan nicht zumuten. Diese Unterstützung Deutschlands für Afghanistan im zivilen Bereich, die muss weitergehen.
Und auch im Juli haben Sie, Herr Westerwelle, in Tokio die Zusage gemacht, es gibt weiterhin 430 Millionen Euro im zivilen Aufbau für Afghanistan. Und 4 Monate später, was ist passiert? Ihre Haushälter haben Ihnen das weggekürzt, 10 Millionen weggekürzt. Sie waren nicht informiert. Auch nochmal peinlich natürlich, dass das Auswärtige Amt nicht involviert war. Eine Blamage auch für Ihr Haus, weil intern klar wird, wie planlos die schwarz-gelbe Außenpolitik ist, aber auch eine Blamage ersten Ranges auf dem internationalen Parkett, weil es sich zeigt, diese Bundesregierung ist international nicht verlässlich. Wir wollen diese Kürzung rückgängig machen. Wir haben einen Antrag dazu gestellt, dem können Sie zustimmen. Ich bitte Sie darum, auch Herr Westerwelle, Sie können dem zustimmen. Die nachhaltige Entwicklung Afghanistans darf durch den Zickzackkurs dieser Bundesregierung nicht gefährdet werden. Vielen Dank. Das Wort hat der Bundesaußenminister Dr. Guido Westerwelle.